Hallo und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Ja, wir hatten ja gerade eben noch, beziehungsweise in der letzten Folge, noch Besuch. Leider ist der nicht mehr da, der hat sich wieder aufgelöst sozusagen. Wir sollen Judy anrufen. Judy, wollen wir dich denn? Judy. B. Ja, das bin ich. Nein, geh runter. Promised I'd call, didn't I? Promising's one thing. Keeping it's a whole other bag. So, managed to learn anything? I'm sorry, sir. Evelyn's not at Clouds anymore. Behavioral chip was damaged. Apparently they carted her off to a ripper dog goes by Fingers. Oh, shit. Know where to find this Fingers character? Yeah, runs a dinky chop shop off Jig Street. Fuck V. Guy's all kinds of bad news. Heading there now, to find her. I told her to stay the fuck away from Clouds. Alright, later V. Okay, ja, bis später. Das würde ich jetzt auch sagen. Ist das direkt hier vorne? Nee, dauert anscheinend. Geh doch mal aus dem Weg hier. Nee, dauert anscheinend doch noch ein bisschen. Dann würde ich sagen, hole ich euch gleich wieder hinzu, wenn ich in dem Laden angekommen bin. Bis gleich. Oder auch nicht. Hast du mir was zu sagen? Here, Kitty, what's the rush? Anscheinend hat er mir nichts zu sagen. Okay, bis gleich. He chipped you for free. Fuck off! Yeah? Gear looks a little basic, but it works. So he didn't ask for any money? So, mal schauen. Well, well, what do we got here? And you just the cutest thing. Ja, du mich auch. If you're looking for a release, I just might be your man. Nee, sorry. Was ist mit dir? Looking for a ripper doc. Goes by Fingers. Know where I can find him. Who's asking? And why? Woo! That's right! You get him, girl! Ja, komm. Wo ist deine Kugel? Komm, jetzt mach. Mein Gott, ich will hier nur rein und die Arschlöcher haben mich schon wieder im Visier. Nehme ich doch mal direkt eure Knarren mit. Und wenn ihr habt, noch ein bisschen Munition. Was ist mit dir? So. Hast du auch noch was? Bin ja so ein Alles-Sammler. Da muss man ganz, ganz vorsichtig mit sein. Weil das nämlich bedeuten könnte, dass euer Spielstand kaputt geht. Wenn ihr zu viel sammelt oder eben auch, wenn ihr zu viel craftet. So, ich dachte gerade, die reden mit mir. You got a financial claim? Take it to court, you pussy. Fuck off and leave me be. Fine, I get it. Everyone's got Hope their point. Hope that teaches those candy-ass cocksuckers not to come round here no more. Okay. Ach, was machst du denn hier? Hello, there's a line. Hallo, soll ich dir eine Kugel in den Kopf jagen? Sit your ass down and wait your turn. Glad to see it in your face. I'm worried sick about her, V. Had no idea anything had happened. We'll find her. I know we will. Hey, what's that tone with me, you scam? You talked to Fingers yet? If only. He's harder to get in to see than the best docs in town. Oh, yeah. We're gonna be here forever. I just know it. Maybe you could talk to those girls, see if we can cut in front? Why me? I don't think they like me. Just give it a shot. That or come up with something better. Okay, Mädels. Moment. War ich mit dir gerade noch am Reden? She means a lot to you, doesn't she? And you've arrived at that conclusion how exactly? The moment you knew where she was, you sprang into action. Once you get close to Evelyn, you never want to let her go.
Think Evelyn's being kept here somewhere? On the one hand, hope she is, because I want her back fast. But on the other, hope to God, no. Because who knows what that sick fuck could have done to her. You worked at Clouds. Not as a doll. Tuned their virtues. That's where I met Ev, Tom, and the rest of the crew. Okay. Ja, Mädels. Ich würde gerne mal mit euch reden. Setz dich und sprich mit... Achso. Erstmal hinsetzen. Hilft den Sexarbeitern hier. Eine Frau mit blauen Haaren. Ja, fragen wir erstmal danach. You seen a woman with blue hair around here? Had a doll chip. Think I know who you're talking about. Fingers worked on her, sure. She's still here? No idea. Gotta ask him. I need to talk to him. It's important. You think we're just here to polish our nails, huh? Ja, so sieht I'll zumindest let you aus. Good in front of me. You're a real pain in my cleat, Mitzi. You know that? And you might as well knock and find out when he's mopping How up. About now? Supposed to be a goddamn clinic. Wait, not in any of laundrette. Can't Go on now. Don't you worry about her. Faceplate's previous owner. Okay. Come on. Let's go. Face than you. Edges are stretching your optic nerves. Don't worry. Ich will hier rein. I think he's done. Geh weg da. We going in? Eventually. Hallo, Trottel. Yes, hello. What can I do for you? Ich würde gerne mit dir reden. Looking for a girl named Evelyn Parker. I know she was here in your clinic. Ah, so that's what this is about. Where is she? Ah, a loaded question if I've ever heard one. You Tiger Claws? Far as I know, I'm all paid up. We're with the Mox. Oh, ich dachte, das schon The Mox? Why didn't you say so? So, what brings you here? Ich wollte hier gerade eine Kanone an den Kopf halten und fragen, wo sie ist, aber well, okay. Come on. Used to ride with nomads. Resourceful folk. Wouldn't cast aside anything until it was worn down, dead. Couldn't be fixed or reused in some other way. But what you're giving these girls? Not even nomads would touch that. Please, let's not exaggerate. I give them what I can. You looking for a friend? Ja, gibt ihnen, was kann und nimmt dann ihre langen Fingernägel, oder wie sieht das Can't aus? Speak or what? Already told you. I'm looking for a woman named Evelyn Parker. Need to know where she is. Step into my office, please. Many girls come through here. So many. But let me put it to you this way. I believe in giving each of them the personal touch. Ask anyone. I'm more than a chop doc. So nennt man See, I know what people truly want. To be flattered. I'll be more than glad to show you around. But, later, perhaps. Of course. Darf ich auch mal aussuchen? Hallo? Everyone. Forrest. Name mean anything to you? Nope. They call him Woodman. Works at the dollhouse. You talk to him? I'm the one asking the questions here. Was Woodman the one who introduced Evelyn to you? Introduced? Interesting choice of words. Rolled her in on a gurney, more like. She was out of it. I honestly couldn't believe she wasn't dead. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Never mentioned her name, so I just called her Doll. Poor girl. Tried to help her, I did. But as you can see, this isn't exactly a state-of-the-art facility. Mentioned you couldn't help her. Help her with what, exactly? If I only knew, I wager she'd be standing here, happy and smiling. Instruction register on her chip was burnt to a crisp. Tried replacing it. Nothing. Any idea what caused the damage?
tech was top-notch. Didn't go kerplunk on its own, that's for sure. Saying she was targeted. A netrunner, as I see it. One with some serious code up their sleeve, too. Get to the point! The point? Ah, yes. Well, I haven't the faintest idea where she is. Enough of this bullshit! What'd you do to her, you freak? Now, either you put a muzzle on this creature, or put her down. It's impossible to have a conversation with her around. You are scum! Pathetic! A waste of words. I'm a hair away from putting you down. Two beefers from a BD studio took her. Didn't even know their names. Want details, damn it! Name the studio! They mentioned a moth of all things. Virtues with the death's head. Said she'd be good for the moth. Ob das alles war? I really don't know anything else. Please. Need air. I'll be outside. Okay. Lauf mal ein bisschen schneller. Und zwar ohne, dass es sich jetzt aufhängt, bitte. Können wir jetzt endlich mal sprechen oder soll ich draußen auf dich warten, bis du endlich mal bis nach draußen gegangen bist? Oh mein Gott, das ist ja schrecklich hier. I let her go back to clouds. Could have stopped her, but I didn't. Don't worry, we'll find her. I know it. We'll fucking find what's left of her butchered corpse. Hey, keep it together. Wanna give up now? No. Only lead we got's an XBD. Where's that get us? We also know we're looking for something related to the Death's Head. Better than nothing. I don't get your optimism. Still sounds like a big fat nothing to me. Death's Head symbol bring anything to mind. Anything. Doesn't matter how small. This industry... I mean, market's looking for every kind of fetish out there. It's cavernous. But an XBD outfit'd be on the move, almost always. Makes them harder to nab, harder to sting. Need to figure out where they're scrolling this stuff. Gotta be a rat hole of some sort. Doubt they do much shooting on location. Yeah, gotta be somewhere quiet, out of the way. Could be we'll see something to point us in their direction and one of their virtues. Ugh, have to be real gonks to leave a clue. Everyone, everything, leaves something behind. Just need to know where to look. Lucky for me, I'm running around with the best BD specialist in town. That's an extra pair of expert eyes. Well, your BD expert has a better idea. Pleasures of Night City, a domain with its twin on the dark net. Every kind of thing goes on there. Might stumble on something useful. Ja, das klingt doch schon mal gut. Ich hab noch was vergessen eben. Let me think for a sec. Tja. Darknet domain. That's our best bet. Let's stick to the plan. Fine. Here's hoping you turn up something useful. I'll wait in the van. Ja, ruhig weiter. Ich weiß nicht, ob ich das hier aufheben kann. Ich kann es hier aufheben, sehr schön. Ja, höre dich in der Chick-Chick-Street um. Das ist optional. Das machen wir dann natürlich trotzdem nochmal. Hier hat mich keiner gesehen, ne? Gehen wir mal weiter. Hey, yo, man, you're trying to rip us off? I got four bags missing here. That's the cut I got off Pablo. Don't like it? Take it up with him. So, wo soll ich mich denn umhören? I'm dealing with you. That means you and me got a problem.
Now I could paint the sidewalk with your guts, but that wouldn't get me what I'm so, gedrückt halt. Oh, you wanna try? Go on, son. Yes, oh, stop it! Nachtleben. Dicke Twister, Totentanz. Was auch immer. Da kann ich nicht rein. Rain Dances kann hier noch draufklicken. Nee, da kann ich auch nicht draufklicken. Ja, scheint das Einzige zu sein, was ich hier machen kann. Höre dich in der Jig-Jig Street um. Aber da sind wir doch gerade. Jetzt verstehe ich irgendwie gerade gar nichts mehr, weil er zeigt mir auch hier nichts an. Ach, diese Karte, die ist so die Hölle für mich irgendwie. Mega-Gebäude, Junkladen. Sind doch hier in der Jig-Jig Street, oder nicht? Ripper Dock. Unentdeckt. Wer weiß, was hier auf dich wartet. Gefahr hoch. Oh, und da bin ich in der Nähe. Okay. Ach, ja, komm. Wenn du nicht weißt, welche Dienstleistungen angeboten werden, solltest du sie nicht in Anspruch nehmen. Nebenmission. Hat die Finger... Okay. Nee, ich will keinen kontaktieren. Ich will einfach nur weitermachen. Nehmen wir mal die Waffe mit. Der Typ scheint es ja nicht zu gebrauchen. Ja, keine Ahnung. Also ich verstehe... Ich habe jetzt hier diesen Zugang benutzt und weiß jetzt überhaupt nicht, was ich jetzt machen soll, weil mir jetzt gerade überhaupt nicht zusätzlich mehr angezeigt wird. Ich habe alles angeklickt und durchgeschaut, was da drin war. Und das war's. Ja. Also ich irre dann mal ein bisschen durch die Gegend in der Hoffnung, dass ich mal herausfinde, wo wir jetzt hier mit dem mit der Quest weitermachen. Und schalte euch dann gleich wieder hinzu, wenn ich was herausgefunden habe. Hey, hey, V, wait a sec. Listen to that guy. How'd you rate his chops? To my untrained ear, sounds all right, I guess. Easy listening, at least. Know why? Technique second rate. But the feeling? That's what counts. Guy's hurting, got something he can't take. And it shows. Could stand a little more stage presence. Fingering's all wrong, loses the tempo more than he keeps it, but not bad. Really know how to give a guy a compliment. That how you got your start? Street busker with big dreams? Don't make me laugh. No time for playing my way to the top. Was too busy shaking the world awake. Being at the top can be worth it. Wanna shake the world, you know? World's gotta feel you first. And you pay for it. You spend your lyrics laying waste to the big record corps. Who's gonna sign you then? But give up your ideals, and no amount of Eddies can buy them back. All right, Princess. At least you played some gigs. Saw those memories of yours. True. Played where we could. Parks, old factories, underground clubs. Had an audience from the start. Some recorded our stuff, didn't even know who we were. So, you're saying some old samurai bootlegs are still floating around town? I smell Eds. No idea you were such a materialist. Could almost cry. Almost. Jokes aside, you think those tapes still exist? After all these years? You know, Rainbow Cadenza's not far from here. Club we played till the band fell apart. Great spot. Place for people with their heads on straight. Maybe they'll know something. Okay, wie hieß das? Rainbow irgendwas. Vielleicht wissen die was, aber er hat nicht gesagt, wo es ist. Und ich habe das jetzt, so wie es aussieht, auch nicht als Ziel reinbekommen.
Ja, dann würde ich sagen, irre ich hier noch ein bisschen weiter in der Gegend rum. Moment, hä? Da war doch gerade was. Übergabeort. Da stand doch gerade was von Schnellreise drin. Jetzt kann ich es nicht mehr sehen. Schade. Das wäre natürlich geil, wenn man schnell reisen kann. Moment, Junkladen. Ist das nicht der, den er jetzt gemeint hat? Ich habe jetzt schon wieder den Namen komplett vergessen, ehrlich gesagt. Auch wenn, dann war das so hier rechts. Auf der anderen Seite. Got a problem? Leute, geht mir doch mal aus dem Weg raus. Komm ich auch nicht durch, oder was doch? Nee. Doch. Glad you could clear your spot. Geh doch mal da durch. Hallo. Okay, you gotta go, you gotta go. Glad you, ja, das ist auch wieder nur zu essen. Tja. Ich stehe quasi da drin. Okay, da meinte er wahrscheinlich aber nicht das, was ich jetzt hier gerade gefunden habe. Ja, keine Ahnung. Tut mir leid. Ich würde mega gerne jetzt weitermachen mit der Story bzw. mit der Quest. Hab aber absolut keine Ahnung, wo ich hin muss oder... ja. Er meinte zwar, das ist hier ganz in der Nähe. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, wie es hieß. Man hat nirgendwo einen Hinweis darauf, wo der Laden ist. Das ist natürlich wieder super toll. Ja, das wird es wahrscheinlich eher nicht sein hier. Ja, ich würde jetzt mal spontan sagen, dass ich jetzt damit erstmal die Folge beenden werde, weil ich jetzt auch keine Ahnung habe, wo ich hin soll oder wie es weitergeht. Wenn ich denn irgendwann nochmal mit der Quest weitermachen kann und was gefunden habe, wo es weitergeht, dann werde ich euch natürlich wieder hinzufügen, beziehungsweise werde ich das Ganze natürlich in einer weiteren Folge weiterlaufen lassen. Ansonsten, wer einen Tipp für mich hat, darf ihn mir gerne geben, weil diese riesige Umgebung mit so vielen nutzlosen Dingen, die irritiert mich einfach nur. Und ich habe keine Ahnung, da man hier auch nichts angeleitet bekommt. Also den Zugang auf diese Darknet-Ableger, da habe ich ja anscheinend schon gemacht. Ich meine, da steht zwar ein Ausrufezeichen drin, aber mehr konnte ich ja nicht machen als das, was ich gemacht habe. Und ja, die Jig-Jig Street ist hier, glaube ich, auch noch oder auch nicht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, sieht eher so wie ein chinesischer Untergrund oder sowas aus. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich bin gerade von dem Spiel etwas überfordert, beziehungsweise, ja, doch etwas genervt, dass man keinen wirklichen Hinweis bekommt, wo es weitergeht. Deswegen muss ich die Folge erstmal für heute beenden und ich hoffe, dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen, falls ich irgendwo den Zielort finden sollte. Bis dann. Ciao.